Zack, bumm, da sind wir wieder mit einem neuen Teil. Let's Retro The Legend of Zelda. Wupp, nach dem Rumgesterbe das letzte Mal in meinem... Oh, Lieblingstempel. Habe ich jetzt keinen Bock gerade mehr auf diesen Tempel und habe mir gedacht, ich gehe mal Herzteile farmen. Damit es nächste Mal ein bisschen schneller geht. Oder besser geht oder whatever. So. So. Was war hier? War hier ein Laden? Also, was haben wir vor? Was wollen wir tun? Ich werde mir Pfeile kaufen müssen. Und ich werde mir den Schild kaufen und dann nochmal Medizin besorgen. Also es wird einiges an Farmarbeit anstehen. Ah. Das heißt, ich werde jetzt ein paar von den Gegnern wirklich auch mal killen müssen. Der Stab ist voll für den Arsch, den ich da in dem Ding bekomme. Der trifft nämlich so gut wie irgendwie nichts. Piep ist wenigstens vorbei. Also brauche ich 130, 80, 210 Rubine und 68 sind 278 Rubine, die ich farmen muss. Das werde ich aber nicht bei denen hier tun. Sondern bei denen, wo es etwas schneller geht. So. Das sieht doch mal gut aus. Hallo? Ah. Oh. So. Wie? Mehr nicht? Oh. So kann man sich natürlich auch voll machen. Na! Ah. Ja, es wird eigentlich gar nicht mal so spannend, diese Folge irgendwie. Ja, ja. Was kann ich euch mal erzählen? Ich plane gerade so ein paar neue Spiele, darunter auch noch mal Transport Tycoon Deluxe und eine weitere Staffel. Nachdem die Videos so gut laufen und ich immer wieder noch immer neue Kommentare für dieses Let's Play kriege oder Let's Retro, möchte ich euch einfach noch eine weitere Staffel genehmigen. Ich hoffe, ihr freut euch drüber. Wann das kommt, weiß ich nicht. Also es ist jetzt eigentlich nach diesem Zelda... Oh, die gefallen mir. Die droppen schön. Hallöchen. Nach diesem Let's Retro ist eigentlich gedacht, dass ich den zweiten Zelda-Teil, den 2D-Zelda-Kram, erstmal spiele. Habe ich jetzt eigentlich unendlich Pfeile? Man verschießt Rubine. Um Gottes Willen. Oh. So. Also, nochmal. Neuer Zelda-Teil. Ja, genau. Neuer Zelda-Teil. Hier Teil 2. Den wollte ich nochmal zocken. Weil viele Leute mögen das Spiel nicht, weil es ja so 2D ist und es ist halt schon eine andere Art von Zelda. Also es kann man halt eigentlich auch nicht mit den anderen Teilen so direkt vergleichen. Und viele mögen es nicht. Also es ist häufig auf Ablehnung gestoßen. Vollkommen zu Unrecht. Naja, eigentlich nicht. Eigentlich ist es echt nicht so gut. Aber ich dachte, ich Let's Play's halt mal und zeig's euch so für die, die das vielleicht gar nicht so kennen.
außer die absoluten Zelda-Nerds, die es wahrscheinlich kennen werden, so wie ich. Ich habe es aber nie durchgeschafft, ich sag's euch jetzt schon, also ich bin irgendwo kurz vor Ende, glaube ich, nicht mehr weitergekommen. Ich glaube, dann hatte ich auch keine Lust mehr, weil der Speicherstand weg war. Also da, ja. Da wird noch einiges zu tun sein. So. So. Ja, dann steht an, wie gesagt, hier Transport Tycoon Deluxe. Ja, vielleicht Pizza Connection. Ich weiß es noch nicht. Ich habe mir da ehrlich gesagt noch keine Gedanken zu gemacht, weil Pizza Connection auch so ein Endlos-Spiel ist und ich muss mir da erst überlegen, was ich mir da für ein Spielziel setzen könnte. Von daher, mache ich überhaupt? Von daher bin ich mir da noch nicht so ganz sicher. Ja, was ich da oder wie ich das handhaben will. So. Naja, geht ja einigermaßen fix. Na. Wenigstens droppen hier die Rubine ganz gut. Wow! So. Naja, ansonsten als nächstes Sonntagsprojekt wird es ein schönes altes Adventure geben, das ich früher sehr gerne gezockt habe, das wird aber noch nicht verraten. Das werdet ihr dann sehen. Huch. Hä? Was mache ich überhaupt? Ich will die doch töten, so ein Blödsinn. So. Hey, ist jetzt gut. Meine Herrschaften. Ja. Ich bin leider so ein bisschen in der Bredouille, dass ich so viele Spiele habe, die ich noch machen will und so wenig Zeit, sie alle aufzunehmen und pro Tag ja auch nur ein Video hochlade und das auch nicht ändern möchte, weil ich nicht garantieren kann, dass ich kann ja so schon kaum garantieren, dass jeden Tag irgendwas kommt, dass ich dann erst recht keine Zeit mehr hätte. Von daher wird es bei dem Rhythmus bleiben. Mein Gott, jetzt land doch mal, du blödes Kackvieh. Ich glaube, das ist verbuggt. Es landet nicht. Hier sind keine Gegner. Komisch. Irgendwo. Sollte hier, glaube ich, ein Herzcontainer sein. Ich weiß nicht mehr wo. Irgendwo war der hier einer. War das hier? Nee.
Ein Glück, dass ich noch massiv viele Rubine brauche. Natürlich nicht. Huch. So. 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 Ja, hurra. Yeah, super. Also. Sehr schön. So. Wieder Gegner, pam pam. So, noch nichts drin. Ich bin mir sicher, dass hier einer war. Hier war doch eine Höhle, oder hier sollte eine Höhle sein. Aha! Ich wusste doch, dass hier irgendwas ist. Natürlich nehme ich die Medizin! Not. So. Ich weiß, dass man... so und so viele Herzcontainer braucht, um sich das Master-Schwert zu holen. Ich weiß nur gerade nicht, wie viele und ob das schon reicht, wenn ich mir jetzt... Ich glaube, es gab 5 außen. Ich habe ja schon ein paar geholt. Ich glaube, 2 oder so. Oder 3. Also ich kann noch einen. Yeah, Bomben. noch einen, glaube ich, draußen holen. So. Alter. Upsala. So. So, aber ich glaube 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Ich glaube 12 oder 13. Hey. Ja, komm her, ihr Geldmobs hier. Zack. Krass, die droppen nur Rupees. Ich mag diese Springer.
Sehr schön. 70. Noch 50. Oh. Hi. Ich habe ein Auge auf sie geworfen. Ho, ho, ho. Okay, der war schlecht. Aber wieder zwei Rupees. So. Ach man, ey. Ach, schubst mich doch nicht hier, du blöder Blödi blöd. So, das sollte jetzt aber reichen hier, um... Ach! Mir das Schwert holen zu können. Wenn nicht, gib mit Hosenspannes. Hm. Ob ich so voll gepusht nicht einfach mal zu Ganon reingehen sollte? Einfach mal so... Nach dem sechsten Tempel einfach mal hier auf die Scheiße hauen. Einfach mal sagen, hier Ganon. Fick dich. Oh, hab mich lieb. Hab mich lieb, meine ich natürlich. So, holen wir mal das Superschwert jetzt hier. Ich hoffe, dass ich das überhaupt schon krieg. Es war da irgendwo auf dem Friedhof. Ich weiß noch nicht mehr wo. Aber es war da irgendwo. Ah, hier schon wieder. Au! Wo war das? Okay. Gab's da irgendwie einen Trick? Au! Verdammt, in welchem Grab lag denn die Kacke? Ah, die erwischt man ja gar nicht. Doch hier. Ich glaube, da kam noch gar nicht. Da! Ah! Da in der Mitte. Da in der Mitte. Stirb! So. Nein, es geht noch nicht. Okay, machen wir hier einfach mal eine kleine Pause, dann sehen wir uns wieder zu Let's Retro Zelda, The Legend of Zelda. Tschüss.